Hallihallo und willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales Teil 2. Alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Wir sind in der Wüste Umzu angekommen. Vor dem, ja, vor der Pyramide des Tut-Tut. Und müssen uns da mal ein bisschen umschauen. Wir suchen nämlich das Buch der Toten. Ja, und werden wahrscheinlich alles andere als das Buch der Toten finden. Aber jede Menge andere Sachen auf jeden Fall. Deswegen gucken wir uns doch einfach mal um. Oh, ich sehe gerade, es gibt jede Menge zu entdecken. Die ganze Platte ist mit Schriftzeichen übersät. Hieroglyphen, etwas, das wie altzwergisch aussieht und ganz normale Zeichen. Ad vero eos et acusam et justo duo dolores et ea rebum. Das ist dieselbe vergessene Sprache, in der der Lorem Ipsum-Text verfasst ist. Kann man das so einfach sagen? Ein massives Ding. Ob die Mumie ihn alleine hierher gezogen hat? Der kleine Kerl sieht gar nicht so kräftig aus. Der Sarkophag ist vergoldet. Unter normalen Umständen würde ich etwas Gold mitgehen lassen. Aber es ist etwas anderes, wenn der Bewohner des Sarkophags putzmunter ist und ihn noch braucht. Ja, dann lässt man das lieber mal so stehen. Der Legende nach besaß Lorem Ipsum goldene Dächer. Ich sehe nur einen Haufen alter Steine. Einen ganz ähnlichen Steinkopf habe ich in den Nordlanden gefunden und mitgenommen. Aber er kann unmöglich von denselben Steinmetzen stammen. Wir befinden uns tausende Kilometer von den Nordlanden entfernt. Und auch ein bisschen Temperaturunterschied, ne? Der Sand hat die Statuen über die Jahrtausende geschützt. Wären sie dem Wind ausgesetzt gewesen, wäre heute von ihnen nicht mehr als Sand übrig. Und auch hier war der Oberdick seiner Nase gehangen und hat die Nase mit den Abgrund gerissen. Ein massives Steinpodest mit einem Stück vergammeltem Holz in der Mitte. Einfach mal rausgerissen. Ich wusste, dass alte Steinsäulen häufig einen Holzkern in der Mitte haben, um die einzelnen Säulenteile an Ort und Stelle zu halten. Offensichtlich hatte auch der Obelisk so eine Halterung, die irgendwann den Geist aufgegeben hat. Ich wusste, dass alte offensichtlich hat eine halbrunde Vertiefung. Im Inneren wurden Linien und Zahlen in den Fels geritzt. Vielleicht irgendwelche Berechnungen oder was Religiöses. Keine Ahnung, was das ist. Ein Obelisk? Wie alles andere muss er für Jahrtausende im Sand gelegen haben. Ein Obelisk? Kann ich irgendwas, kann ich das Brett vielleicht da reinpacken? Nee, ne? Das Schilfrohr? Was? Das dünne Ding? Nein, kein Pfusch am Bau. Steinplatten. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir das Holzbrett da irgendwie auch noch vorbereiten. Wir könnten ja mal weiter gucken, ob da geht's hier noch weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamte Pyramide vom Sand bedeckt war. In dem Fall müsste das alles hier mehr als 100 Meter unter dem Wüstenboden gelegen haben. Ich weiß, dass viele Leute Pyramiden beeindruckend finden, aber was ist schon dabei? Man stapelt Blöcke zu einem Haufen. Das konnte ich schon als Kind. Vielleicht nicht so groß, aber das Prinzip ist dasselbe. Naja, bis halt die ganzen Steinquader mal ein paar Tonnen geschwebt werden. Niemand, das Buch der Toten sei mit dem letzten Pharao von Lorem Ipsum begraben worden. Seine Grabkammer befindet sich mitten in der Pyramide. Man muss sie doch irgendwie öffnen können. Die Mumie meint, das Buch der Toten seine Grab... So. Was haben wir denn da jetzt? Eine Steinplatte mit Schriftzeichen in drei verschiedenen Sprachen. Ich kann keine davon lesen. Kann das irgendwie kombinieren? Nee. Hilfreich auch nicht. Wollen wir nochmal mit der Mumie reden? Vielleicht hat die ja noch irgendeinen tollen Tipp auf Lager. Hi. Wer sind Sie? Und was tun Sie hier? Ich habe diese Steinplatte gefunden. Was steht da? Da steht, danke, dass Sie sich für den Kauf einer Pyramide-Modell-Weltwunder entschieden haben. In drei Sprachen. Es ist eine Betriebsanleitung?
Unsere untergegangenen Tempel konnten recht kompliziert werden. Steht da, wie man die Pyramide öffnen kann? Nutzungsbedingungen, Gewährleistung, Reinigung. HGBs? Da! Richten Sie die Pyramide genau nach Norden aus. Positionieren Sie Obelisk A mit Hilfe von Holzstift F in die Vertiefung G auf Steinsockel B. Wir empfehlen für den Aufbau Sklaven. Nicht im Lieferumfang enthalten. Jeden Tag um 3 Uhr nachmittags zeigt der Schatten des Obelisken auf den Stein, mit dem man den geheimen Zugang öffnen kann. Warum schreiben Sie nicht einfach, welchen Stein man drücken muss? Wer schreibt denn sowas? Ich muss weiter. Tschüss. Super freundlich. Das ist doch dann aber trotzdem hier dieser Obelisk, oder? Aber hallo, Uhrzeit? Haben wir jetzt irgendwie ein bisschen das Problem, dass wir... Ohne einen Ersatz für den Holzstift würde sich der Obelisk nicht auf dem Podest halten. Holz? Jetzt so? Nein, auch nicht? Jetzt mal das Röhrchen? Das dünne Ding? Nein, kein Fuschampau. Okay. Eine halbrunde Vertiefung. Im Inneren wurden Linien und Zahlen in den Fels geritzt. Vielleicht irgendwelche Berechnungen oder was Religiöses. Könnten mal schauen, ob auf der Mary noch was ist, weil da kommen wir ja auch noch hin. Ach, das Tier da haben wir auch mitgenommen. Kann ich das Seil vom Bord werfen? Bringt das was? Vorsicht dort unten! Vielleicht sollte ich das nächste Mal erst rufen und dann etwas unterwerfen. Ja, aber beides gleichzeitig machen spart Zeit. Nicht nur Hunger, jetzt auch noch Hitze. Ist das Leben nicht ungerecht? Na? Nicht nur Hunger, na? Sand und flimmernde Luft, soweit das Auge reicht. Man fragt sich, warum Lorem Ipsum ausgerechnet hier errichtet wurde. Sand und man fragt... Die Mary weiß doch sicherlich was, oder? Oder können wir vielleicht sogar jetzt doch noch was mitnehmen aus dem Kleiderschrank? Es ist zwar schwer zu glauben, aber ein ganzer Schrank voller Kostüme hilft mir momentan nicht weiter. Parfumzerstäuber, Puder... Die meiste Kommunikation eines Kapitäns mit seinem Schiff ist nonverbal. Belassen wir es für den Moment dabei. Also hat sich das auch wieder erledigt? Hallo? Geh doch mal an Deck. Boah, Nate hat immer wieder mal so Wegfindungsschwierigkeiten. Gut, jetzt haben wir das Seil unten, aber was machen wir denn mit dem Seil? Ach, Moment mal, das Seil. Können wir das an den Obelisken festhängen? Die Mary müsste genug Kraft haben, um den Obelisken auf das Podest zu hieven. Aber der Obelisk würde sofort vom Podest fallen. Beide Steine sind nicht mehr so glatt, wie sie mal waren. Irgendwas abschmirgeln oder so? Vielleicht könnte ich den Obelisken irgendwie aufrichten, aber ich kann ihn mit einem Hebel auf keinen Fall auf den Steinsockel wuchten. Das wird jetzt aber sehr interessant. Also das bringt schon mal nichts. Nur mit dem reden? Jetzt vielleicht? Hi! Hat er wieder was? Ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen, oder? Ich soll also einen Obelisken B auf eine Platte F stellen, oder so ähnlich. Wovon sprichst du? Von der Anleitung. Der Schatten des Obelisken soll um 3 Uhr... Ständig erzählst du so zusammenhangloses Zeug. Das ist sehr irritierend. Und außerdem braucht man ein Fahrrad, muss 2 in die linke Spalte schreiben und dann warten, bis das Ganze schön braun gebraten ist. In der Anleitung steht etwas von einem Holzstift. Und in der Vertiefung des Steinsockels steckte noch etwas vergammeltes Holz. Ja, wir hatten immer Probleme mit den Holzstiften. Holz ist leicht zu bearbeiten, aber nicht so beständig wie Stein. Ich habe in Mortimers Hütte etwas ganz Neues entdeckt. Metall. Metall? Ja, aber keine Bronze. Viel härter, viel beständiger. Ich nenne es hässliche Superbronze. Ich habe eine Probe davon mitgebracht.
Ja, ob der uns die mal ausleihen würde? Wegen der hässlichen Superbronze. Der was? Dem Metall, das du in Mortimers Haus gefunden hast. Wer hat dir davon erzählt? Mit dem Metall könnte man ganz neue Arten von Waffen bauen. Holz- und Bronzewaffen wären nutzlos. Niemand darf davon erfahren, bis Lorem Ipsum die Geheimnisse dieses Werkstoffs ergründet hat. Du hast recht. Lass uns das Metall zum Wohle Lorem Ipsums untersuchen. Unbedingt. Wenn wir eines Tages faul werden und uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, könnte das der Untergang der Stadt sein. Das wollen wir doch nicht. Nein. Warte hier. Ah, das ist im Sarkophag drin. Lass mal zumachen. Das muss ein sehr großer Sarkophag sein. Mit Garage. Und Keller. Und Luftschutzbunker. Und vielleicht auch noch einen Was Geheimzugang. Wollte ich noch mal holen? Okay. Ich wollte dich nur verschaukeln. Ich vergesse nie etwas. Danke. Wofür? Diese Vertiefung da, was ist das? Das ist eine Sonnenuhr. Wofür muss die Sonne wissen, wie spät es ist? Nein, die Sonne sagt uns, wie spät es ist. Und woher weiß die Sonne, wie spät es ist? Keine Ahnung. Der Schatten des kleinen Stabs in der Mitte der Uhr zeigt uns auf jeden Fall an, wann es Zeit ist, Dinge zu tun. Da ist kein Stab in der Mitte der Uhr. Dann muss sie kaputt gegangen sein. Ich glaube, es ist noch mehr kaputt gegangen. Sah es hier früher nicht ganz anders aus? Ja. Ich muss weiter. Natürlich, die Sonne muss natürlich schon wissen, wann sie untergehen muss. Wäre ja fatal, wenn sie keine Uhr hätte. Man weiß ja nicht, wenn sie untergehen muss. Und das kann man doch jetzt rein friemeln, oder? Passt genau. Und da die Sonne ja auch nicht überall gleichzeitig sein kann, gibt es auch diese verschiedenen Zeitzonen, damit sie quasi immer weiß, wann sie von wo nach wo reisen muss und überall irgendwann mal ein bisschen Licht ist. So. Die Mary müsste genug Kraft haben, um den Obelisken auf das Podest zu hieven. Und das Rohr dient als neues Verbindungsstück K oder was auch immer. Los geht's! Zieh, meine Dicke! Uiuiui. Das will ich nicht gehört haben! Na los, du schaffst es! In Ordnung. Jetzt ganz langsam. Gut gemacht, Mary! Hast du etwa an mir gezweifelt, Kleiner? Wenn nur fast die Finger eingequetscht geworden. So, jetzt haben wir hier den Obelisken da drauf geschafft. Der Schatten des Obelisken soll um Punkt 3 Uhr nachmittags auf den Stein fallen, mit dem man eine Geheimtür zur Pyramide öffnen kann. Es ist jetzt so ungefähr mittags? Der Schatten des Obelisken ist... Die Mumie meint, das hier wäre eine Sonnenuhr. Ein Stab in der Mitte des Dings soll anzeigen, wie spät es ist. Eine Sonnenuhr. Wäre der Zeiger nicht verschwunden, könnte sie mir vielleicht zeigen, wann es 3 Uhr ist. Haben wir dafür dieses Schildrohr gebraucht vielleicht? Das Schilfrohr wirft einen dünnen Schatten auf die Zahlen und Linien im Inneren der Uhr. In Ordnung. Es ist Viertel nach vor. Drei Uhr. Der Schatten des Obelisken fällt genau auf den Stein. Der muss es sein. Das ist es.
Oder um es mal mit Ivos Worten aus dem Vorgänger zu zitieren. Also los. Schauen wir doch mal rein da. Ich würde an eurer Stelle dann nicht einfach reingehen. Fallen. Viele Fallen. Mortimer hat es gerade so geschafft. Und Mortimer ist Mortimer. Er war in der Pyramide? Na klar. Er ist ein Archäologe. Die gehen immer dahin, wo es die meisten Fallen gibt. Weißt du, wie die Fallen da drin funktionieren? Natürlich. Ich habe einige selber erfunden. Ich bin Ingenieur, glaube ich. Wie wäre es, wenn du uns begleiten würdest? Da rein? Ist das nicht voller Fallen? Ja. Komm schon. Ich dachte, Gefahr sei dein zweiter Vorname. Tatsächlich? Das ist ein mehr als seltsamer Name. Günther oder Waltraud, das sind gute Namen. Mortimer heißt Alfred mit zweitem Vornamen. Nun komm schon, rein in die Pyramide. Da rein? Da ist es gefährlich. Es ist wichtig. Wir brauchen das Buch der Toten, um einen Freund zurück in diese Welt zu holen. Und er weiß vielleicht etwas über ein großes Übel, das sich regt. Es ist wie mein weiser Vater immer sagte. Kojote, Schlange, Vogel, der nach links guckt, Sonne, Sonne, Wellenlinien, Ausrufezeichen. Was? Ja, er war sehr redegewandt. Und er wäre auch nicht einfach so in eine Pyramide voller Fallen gegangen. Vielleicht sollten wir tatsächlich nicht unvorbereitet in die Pyramide gehen. Ach komm schon, Gefahr ist mein zweiter Vorname. Außerdem ist es wichtig, ein großes Übel regt sich. Woher das wohl weiß? Du kannst mich da nicht alleine hineingehen lassen. Du musst mitkommen. Dann muss es wohl sein. Ich gewinne jede Diskussion, das war schon immer so. Nimm mich auf die Schultern. Muss das sein? Hopp, hopp. Wir haben 40 Tage in der Wüste vor uns. Wir wollen in die Pyramide. Hm? Ah, ja. Sicher, sicher. Oh, hör auf, mir ins Ohr zu schnaufen. Ich schnaufe nicht. Vorwärts, mein stolzes Kamel. Ah. Sogar Geräusche machen Kamele, ja. So. Na, guck mal einer an. Nette Hütte. Jetzt sind wir in Tutus Haus, ja. Ein verdächtiges schwarzes Loch in der Wand. Da muss man seinen Arm reinstecken. Sicher? Ja, manchmal gibt es Schalter am Ende der Löcher und manchmal wird einem der Arm abgehackt. Ich bin mir fast sicher, dass da drin ein Schalter ist. Ja, so ein bisschen Restrisiko. Stecke den Arm ins Loch, komm auf. Also nochmal, du sagst, wenn ich meinen Arm da reinstecke, wird er mir nicht abgehackt? Woher soll ich denn das wissen? Hier ist tatsächlich so etwas wie ein Hebel. Zieh daran! Ja! Nicht loslassen! Die Tür öffnet sich! Toll. Ja, kaputt. Ich glaube, dass wir hier das Holzdings dann jetzt brauchen, wa? Moment mal, wir packen mal das die Holzplanke zum Vieh. Hier. Vielleicht kann er die da so als Hebel drunter legen. Probieren wir es halt mal. Also nochmal. Also, Vieh, kannst du da die Blätter runterlegen? Ah, nee, das hat nicht so funktioniert. Das klang jetzt in der Theorie irgendwie ein bisschen zielführend. Ah. Der Hebel im Loch öffnet die Tür einen Spalt breit. Sobald ich ihn loslasse, schließt sie sich wieder. Das Vieh selber? Der Hebel im Loch. Kann aber auch nicht durch, ne? Aber eigentlich könnte es das, weil es ist ja schon immer unter Türspalten durchgekrochen, aber hier wohl nicht. Vasen, Katzenfiguren, ein Holzstuhl.
Warum ist hier nur dieser Schrott und keine Schätze? Was willst du mit Schätzen im Jenseits? Auf einem Stuhl kannst du sitzen. Als echter Grabräuber muss ich doch wenigstens irgendwas mitnehmen. Wie wär's hiermit? Ein uralter Spiegel, würde ich sagen. Den darfst du nicht einfach mitnehmen. Das ist der erste Spiegel, der jemals hergestellt wurde. Und? Pharao Tutut war sehr auf sein Äußeres bedacht. Er braucht den Spiegel. Nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Zack, weg ist er. Haben wir da noch Grabbeilagen? Die haben sich sehr gut gehalten. Die Pyramide diente anscheinend nicht nur als letzte Ruhestätte des Pharao, sondern auch als Rumpelkammer. Nein, das sind wertvolle Grabbeigaben. Der Pharao soll im Jenseits auf nichts verzichten müssen. Saatgut? Für den Fall, dass es im Jenseits eine Hungersnot gibt. Wofür haben wir jetzt Saatgut mitgenommen? Soll ich jetzt hier irgendwelche Pflanzen pflanzen? Eine Presse für Olivenöl oder etwas in der Art. Ich würde im Jenseits ja lieber ausspannen wollen, anstatt zu arbeiten. Der Pharao bedient die Geräte selbstverständlich nicht selber. Mit ihm wurden hunderte seiner treuesten Sklaven begraben. Ich sehe nirgendwo Gebeine. Ich schätze mal, mit der Treue haben es sich die Sklaven nochmal überlegt, nachdem der Pharao tot war. Mit so einem Ding kann man das Öl aus Oliven und sogar Nüssen und anderen harten Früchten pressen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich kann ich Saatgut da reinpacken? Nein, die Samen liegen seit tausenden von Jahren her. Jegliche Feuchtigkeit hat sich schon vor langer Zeit verflüchtigt. Vielleicht finden wir noch tatsächlich irgendwo... Ein Streitwagen, ein Boot, Waffen, Lebensmittel? Da wünscht man sich fast selber tot zu sein. Aber nein! Der Pharao hat sich danach gesehnt, ewig zu leben. Deswegen hat er das Buch der Toten schreiben lassen. In ihm steht alles, was die Weisen über den Tod in Erfahrung bringen konnten. Glaubst du, das Buch kann einem ewiges Leben schenken? Beim alten Tutut hat es nicht funktioniert, würde ich sagen. Naja, Medizin wirkt ja bei jedem immer so ein bisschen anders, ne? Am Boden der Fallgrube warten einige garstige Spieße und einige Skarabäen wuseln zwischen ihnen. Ich würde vorschlagen, dass wir nicht in die Grube fallen. Guter Tipp. Ich schätze, dass die Grube früher mit dünnen Holzbrettern oder dergleichen abgedeckt war. Mortimer oder die Zeit. Einer von beiden hat die Grube freigelegt. Holzbretter? Moment. Das Vieh hat Holz. Dann gibt mir das wieder nicht. Vielleicht kann er das Holz drauflegen. Danke. Und du kannst hier nicht spoilern und dann hier sagen, hier machen wir kein Holzbrett hin. Das Brett ist nicht lang genug, um damit die Grube zu überbrücken. Boah. Und schräg reinlegen will ich es auch nicht. Am Ende krabbeln die Käfer noch hoch. Diese Säule sieht merkwürdig aus. Nein, das ist eine ganz normale Säule. Sicher? Pass auf, Nate! Warum fragst du mich nicht, bevor du dich in Gefahr bringst? Oh, wie hieß diese... Oh, da gab es so diese super Shows hier. Irgendwie sowas wie... Nee, American Gladiators war das nicht. Wo man diesen Hindernisparcours überwinden musste. Ist ja fast genauso hier. Selbst wenn ich über diese Fallgrube komme, spätestens bei der Steinkugel ist Schluss. Die Kugel sollte den Eingang zur Grabkammer nur im Notfall blockieren. Ich schätze, Mortimer hat die Falle ausgelöst, als er sich hier umgesehen hat. Selbst wenn ich über diese Fallgrube... Da ist ja noch ein Tor. Wir können da mal reingucken. Man kann die Hand nicht vor Augen sehen. Okay, können wir nicht. Na und? Einfach rein! Hopp, hopp! Ich werde auf keinen Fall in einen stockdunklen Raum gehen. Ich hatte noch nie so ein stures Kamel. Und unbequem bist du irgendwie auch. Ich höre so eine Art Trippeln tausender kleiner Füße. Ach, das ist bestimmt nichts. Einfach rein.
Nein. So. Jetzt müssen wir irgendwie die Tür aufbekommen. Was können wir denn da drunter packen? Die Samenkörner? Nee. Die Samenkörner irgendwie aufs Vieh geben? Was kann denn das Vieh hier eigentlich machen? Unzach! Immer für eine Dauer! Zu klein. Ja, verstanden. So langsam verstehe ich Fisch. Das wie freiwillig in die Dunkelheit geht. Nein. Also da drin ist irgendwas, was man zu Feuer machen kann, offensichtlich. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir dem Vieh denn geben? Ich meine mal, können wir denn den Spiegel vielleicht irgendwo hinpacken? Moment mal. Das wäre doch vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, um hier Licht reinzubekommen, oder? Aber ich sehe jetzt auch keine Möglichkeit, hier einen Spiegel zu befestigen. Nate? Hallo? Warum bewegt es sich hier nicht? Auf dem Schiff vielleicht noch irgendwas hab. Womit ich diese Samen befeuchten kann? Mal gucken, ne? Ja. Geht's hier noch mal raus? Ich setz dich hier hin und nehm dich mit, wenn ich zurückkomme. Ah, doch. Na gut. Einfach mal am Kopf oder am Hals gepackt und raus damit. Ja. Aber Moment, wir können ja mal den Vieh reden. Vergiss es, ich habe alles unter Kontrolle. Kuckuck. Kann ich die? Nee. Moment, aber die Samenkörner könnte ich ja im Elfenhain eventuell wieder etwas bewässern. Skeletthand? Oh, die können wir auch. Ah, Randolph, meine lebendige Skeletthand. Fee und Randolph verstehen sich nicht gut, aber auf einem Schiff wird jede Hand gebraucht. Jede Hand gebraucht. Hey Randolph, schlag ein! Das klappt jedes Mal. Können wir die mit irgendwas kombinieren? Die können so den Schalter vielleicht drücken in der Pyramide. Parfumzerstäuber, Puder, Schminke. Na, nichts, was ich im Moment gebrauchen könnte. Die meiste Kommunikation eines Kapitäns mit seinem Schiff ist nonverbal. Belassen wir es für den Moment dabei. Das ist zwar schwer zu glauben. Okay, gut, das heißt, da geht's erstmal nicht weiter. Dann haben wir jetzt Randolph, die lebendige Hand. Und damit würde ich aber auch sagen, wir machen jetzt für heute mal Schluss, weil ich sehe schon, wir sind auch zeitlich gerade so ein bisschen wieder am Limit. Und dann würde ich sagen, wir gucken beim nächsten Mal, ob wir mit den mit dem Pflanzensamen irgendwas machen können. Ich würde da vielleicht nochmal ins Elfenhain gucken. Da gibt es ja genug Wasser, dann können wir die vielleicht ein bisschen befeuchten. Dann schauen wir mal, ob wir damit irgendwas anfangen können. Das wäre jetzt so mein nächster Plan. Schauen wir mal, wie sich's beim nächsten Mal dann eben darstellen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche noch einen schönen Tag und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.